Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Everything About Windows. Heute möchte ich euch ein paar Neuerungen vom Windows Insider Build 16.1.88 zeigen. Und zwar ist dieser Build Donnerstag erschienen. Ich habe den Freitag heruntergeladen und habe somit ein paar Tage Zeit gehabt, diesen zu testen. Und ich muss sagen, der Build ist relativ stabil. Natürlich gibt es wie in jedem Build Bugs, aber hier hält sich das eigentlich relativ in Grenzen. Und ich denke, wie ihr vielleicht bemerkt, haben wir hier die My People Bar. Das sollte eigentlich schon mit dem Creators Update kommen, aber hat sich halt verspätet. Dieses Feature gibt es nicht erst seit dem Build 16.1.88, sondern schon seit dem Build 16.1.86, denke ich, oder 16.1.86, also auf jeden Fall gibt es das schon seit dem Vorgängerbild. Und auch was in diesem Bild wirklich neu ist, in dieser Insider Preview, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar haben wir in den Einstellungen jetzt eine neue Einstellungsoption, und zwar Cortana. Das bedeutet, wir hatten ja früher Einstellungen zu Cortana, beziehungsweise haben die immer noch hier, wenn man Cortana öffnet. Aber man springt jetzt direkt in die Einstellungs-App. Das heißt, man hat das nicht nur hier klein, im kleinen Format, wo die Cortana-Suchleiste ist, sondern man hat das halt jetzt wirklich auch hier in, ja, sagen wir mal, groß. Auf jeden Fall sind jetzt die Einstellungen in der Einstellungs-App vorhanden, unter der Kategorie halt, wie man sieht. Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht öffnet. Kann natürlich auch sein, dass das immer noch ein Bug ist oder ein Bug von der Insider-Preview. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, hier weitere Details, funktioniert aber mit Cortana, Sprechen, Berechtigung, Verlauf, öffnet sich irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum. Also auf jeden Fall ist das hier eine Neuerung in diesem Bild. Und die nächste wäre auch direkt, betrifft Microsoft Edge. Ups, nee, kein EPUB. Sondern wenn man PDFs öffnet, hat man jetzt viel mehr Optionen. Das werde ich euch jetzt zeigen, immer. Und zwar haben wir erstens neue Funktionen und ein neues Layout. Hier oben in der Leiste, wenn ich mal klicke, haben wir zum Beispiel Optionen, um das Layout anzupassen, wie man das denn sehen will. Oder Option zum Beispiel fortlaufender Bildlauf. Dann haben wir Optionen hier oben wie Save As, aber das gab es auch schon vorher, und Save. Was neu ist aber, ist, dass wir die PDFs jetzt mit Windows Ink, das lohnt sich natürlich, wenn man ein Touchscreen-Display hat und einen zugehörigen Stift, haben wir nun die Möglichkeit, das zu editieren. Also das ist natürlich jetzt dann auch möglich. Und ist halt eine ganz interessante Neuerung, wenn man zum Beispiel jemand sagt, er solle zum Beispiel sich das hier anschauen, weil das, keine Ahnung, wichtig ist. Und das kann man natürlich dann auch so speichern. Man hat hier die bekannten Optionen, mehrere Stiftauswahl. Ja, also das halt, was man alles kennt, ist dort halt jetzt noch überarbeitet. Suchen konnte man schon immer. Man hat aber jetzt auch, was in diesem PDF nicht, natürlich nicht der Fall ist, kann man hier ein Inhaltsverzeichnis aufrufen und dann direkt dahin springen. Natürlich nur in PDF-Dateien, die dies auch unterstützen. Das wäre eine Neuerung in Microsoft Edge. Manchmal diese Seite verlassen. Ja, sonst war es das jetzt schon, was diesen Bild anbelangt. Ich kann euch aber noch zeigen. Stichwort Microsoft Project Neon. Komplettes Redesign von Windows 10. Das werden wir oder bekommen wir langsam zu Gesicht. Und zwar einmal in Groove Music. Werdet ihr das merken? Ich zeige euch das mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das hier an diesem Beispiel gut erkennen kann, aber ich öffne mal etwas Helles dahinter. Zum Beispiel den Explorer hier. Und verschiebt den mal so und achtet mal hier auf der, wenn man hier auf der Seite, auf dieser Seitenleiste, Seitenmenü hier achtet und ich jetzt das Fenster anklicke, ist das durchsichtig. Das heißt, man hat eine gewisse Transparenz eingebaut in diesem Seitenmenü. Und zwar merkt man das, wenn ich hier auf dem Hellen bin. Also ist noch nicht so eine klare Transparenz, aber man merkt schon, dass solche Sachen schon mal hier Form oder Gestalt annehmen. Oder wenn man sieht hier den Titel gerade, den ich hier habe,
Und man hier scrollt, sieht man durch die Alben so hindurchscheinen unter der Leiste. Also da sieht man schon ein paar Design, kleine Designänderungen. Aber ich sag mal, diese Woche ist ja von Mittwoch bis Freitag die Microsoft Build-Konferenz, diese Entwicklerkonferenz. Und ich vermute mal, dass dort Microsoft auch auf jeden Fall zeigen wird, was denn im nächsten Windows 10 Update so Großes als Neuerungen vorgesehen sind. Und ich denke auf jeden Fall, dass auch bald eine neue Insider-Preview rauskommt, und zwar im Laufe dieser Woche noch. Und die soll oder wird bestimmt neue Features enthalten. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Laut Buildfeed ist der aktuelle Canary-Build, also der intern bei Microsoft getestet wird, laut einer internen Quelle 16.1.91. Und unser aktueller Insider-Preview-Build ist 16.1.88, den ich hier auch installiert habe. Das bedeutet, das ist schon ein relativ großer Sprung anhand auch der Zahl einfach von 16.1.88 jetzt auf 16.1.91. Und das ist ja noch intern, das heißt extern, wenn der für uns Insider veröffentlicht wird, wird das wahrscheinlich 16.1.92 oder 93 sein. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde für euch berichten und euch sagen, was noch so Neues kommen wird. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonniert den Kanal, wäre echt toll. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.